4. Juni 1940. Deutsche Truppen betreten Paris. Innerhalb von 10 Tagen beherrschen sie die ganze Stadt. Am 13. Juni 1940 wurden die wenigen verbleibenden Pariser evakuiert. Die Deutschen hatten eine Sperrstunde verhängt. Die ehemalige Stadt des Lichts wartet auf die Ankunft der Alliierten, die den Schatten erhellen soll, der über Paris gefallen ist. Doch das Heldentum des D-Day wäre umsonst gewesen, wenn die Alliierten das Land nicht hätten halten können, das jenseits der Strände der Normandie liegt. Private, Sie treffen nicht mal eine Scheune, wenn Sie drinstehen. Machen Sie es besser, Landei. Hey, Sie! Nichols heißen Sie, oder? Schnappen Sie sich eine Waffe! Ich wette 5 Mäuse, dass sie nicht 4 hintereinander treffen. Und los! 4 Helme hintereinander und sie gewinnen 5 Mäuse. Haben Sie das gesehen? Hey, Nichols, achten Sie auf mich. Ich sacke mir ein paar davon ein. Klasse, das sind auch Rauchgranaten. Hey! Schmeißen Sie mal eine in die alte Scheune. Versuchen Sie mal eine Granate vorzubereiten. Einen kräftigen Arm, Nichols. Na los, Nichols, jetzt setzen Sie mal eine Rauchgranate ein. Gut gemacht, Nichols. Scheiße, wichsen Sie doch zu. Okay, Nichols. Sie sind bereit für die Deutschen. Hey, Nix, der Typ ist ein Naturtalent. Den haben wir es aber gezeigt. Auch Deutsche tragen Helme. Wie wäre es, wenn wir sie suchen? Waffen und Munition aus dem Versorgungszelt holen und auf den Truck rauf. Bewegung! Auch Deutsche tragen Helme. Wie wäre es, wenn wir sie suchen? Waffen und Munition aus dem Versorgungszelt holen und auf den Truck rauf. Bewegung! Nichols, holen Sie sich eine Thompson aus der Kiste im Zelt. Sie werden sie brauchen, dort wo wir hingehen. Unter Umständen müssen Sie die Kiste mit Ihrem Gewehr einschlagen. Der Versorgungsoffizier vernagelt gerne alles. Okay, alle Mann auf den Truck. Los! Ich bin McCullen. 2 Regeln. Regel 1, tot sind sie nutzlos für mich. Regel 2, was macht es für einen Unterschied? Es enden eh fast alle tot. Das war wirklich inspirierend. Sie wollen etwas Blumiges, Huxley? Lesen Sie ein Buch. Der Sarge ist 10-mal so viel Soldat wie Sie. Okay, zuhören. Heute sollen wir auf einer Spezialmission Kaffee und Donuts besorgen. Das Problem ist, die Deutschen haben allen Kaffee getrunken und alle Donuts gefressen. Also, treten wir ihnen in den Arsch.
Bleiben wir einfach in der Basis und essen diese netten französischen Brötchen. Wir unterstützen Sonderkommando C am Boden. Wir kommen von der Westflanke. Und Jungs, Regel Nummer 1 nicht vergessen. Oh, oh Mann! Ich liebe diesen Geruch. Wie zu Hause. Die Deutschen sind so weit draußen, ich dachte, wir hätten dieses Gebiet. So ist es schon seit Wochen. Hey, stopp! Du schaffst das, Bueller! Jetzt schnell, Private! Sie haben es fast geschafft, Bueller! Los jetzt! Na los, sie schaffen es! Hey, Jungs! Das ist nicht lustig! Welche Einheit, Private? Guzzo, Private 1. Klasse, 3. Trupp. Unser Commander ist in Martin Will gefallen. Okay, Sie kommen mit uns. Sanitäter! Ich bleibe bei Santoris. Nein, Sie kommen mit mir! Sergeant! Ende der Diskussion, Private. Dixon, kümmern Sie sich mit Huxley um unsere Panzer. Alle anderen, Sie auch, kommen mit mir. Oben rüber, Bewegung! Deutscher Drecksack. Gute Arbeit. Was macht der Panzer denn bloß da? Es ist Deckung, wenn er schlau ist. Guzzo, rüber zum Panzer. Sagen Sie ihm, Sie können Ziele für ihn suchen. Warum ich? Sie sind Funker, oder? Ich frage nicht, Guzzo. Nichols, suchen Sie Ziele für Guzzo. Ich gebe den Fahrer die Koordinaten. In Ordnung?
zweigeschossiges Haus rechts. Deutsches Maschinengewehr, 75 Meter, oberster Stock, dreigeschossiges Haus rechts. Weiter auf das Zielfeuer. Guter Schuss, die stehen nicht mehr auf. Da sind noch mehr, vorwärts. Schuss, die stehen nicht mehr auf. Willkommen auf der Party, Jungs. Sonderkommando C schwärmt aus. Mörderbeschuss. Wir müssen von der Straße runter. Ein paar Minuten fliegt uns hier alles um die Ohren. Glücklich, Sie hier zu treffen, Sarge. Gleich geht da draußen die Hölle los. Haben Sie Schwierigkeiten gehabt? Nein, die Deutschen aber schon. In 2 Minuten liegt hier alles in Trümmern. Wir können hier nicht bleiben. Moment mal, verdammt. Wo sind alle? Durchzählen! Ohne mich. Wir müssen uns zurückziehen. Das war's. Ich zieh mich zurück. Frank! Frank, Waffe weg! Wir sollten uns alle beruhigen. Sie sind nicht verrückt genug, um mich zu erschießen. Die Situation ist ein Kapitalverbrechen. Cusso, Sie zu erschießen ist nicht verrückt, sondern das Normalste, was ich tun kann. Frank, los jetzt! Hey Jungs, wir haben hier einen Tunnel. Scheint, als hätten wir einen Weg raus. Okay, verschwinden wir. Los! Wir setzen das später fort. Nichols, gehen wir. Thank you.
Gute Arbeit, Jungs. Überprüft eure Munition und setzt möglichst Rauch ein. Gegenangriff! Raus hier! Bewegung! Gleich kommt Unterstützung! Genau! Jawohl! Diese deutschen Feiglinge verschwinden! Gusso! Funkdivision! Wir haben Jean-Claude!